Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kingswatch. Mein Name ist Lichtschimmer. Wir spielen heute wieder Terraria. An meiner Seite ist der L3. Hallo. Hallo. Und ganz neu, ganz frisch, der Bernd als Aria. Hallo. Hallo. Ihr hört es schon an meiner Stimme. Ich bin leicht erkältet. Das bin ich zu entschuldigen. Deswegen wird heute die meiste Zeit der L reden. Ladies and Gentlemen, welcome to Terraria. A world of leuchtende, bunte Sachen. Das Beste müssen wir natürlich ganz am Anfang zeigen, denn... Wir haben gespielt und nicht aufgenommen, weil es meistens langweiliges Zeug war. Und es hat sich einiges getan, wie ihr auch hier schon seht, und der L springt auch schon da drin. Was ist das, mein L? Ein Regenbogenwasserfall. Oh. Wunderschön. Er ist so toll. Er ist wunderschön. Ja, was haben wir alles gemacht? Wir dachten, es wäre eine gute Idee, Tunnel zu graben, lange, tiefe Tunnel in die Corruption rein, damit wir das Corruption-Wachstum etwas bremsen können und unseren Dschungel etwas retten können. Da haben wir ganz große, tiefe Gänge gegraben. Ich kann mal auf die vielleicht auf der Karte irgendwo zeigen. Hier. Hier sieht man auch einige lange Gänge, die nach unten gehen und die haben alle Sinn, ja. damit haben wir einen Teil des Dschungels eingegrenzt, dass die Corruption von rechts zum Beispiel nicht rangraben kann. Und wir haben auf der rechten Seite das gleiche gemacht und haben so ein bisschen versucht, die Corruption einzugrenzen. Wir werden sehen, ob das von Erfolg gekrönt war oder nicht. Mal sehen. Außerdem, was haben wir gemacht? Es kamen noch einige neue NPCs dazu auf der linken Seite. Die waren eher uninteressant, glaube ich. Ja, die meisten. Also die meisten können nichts oder haben irgendwelche Spaßsachen dabei. Genau. Naja. Dann haben wir hier so ein Meat Grinder Statue in der Quatsch. Meat Grinder, was ist das überhaupt? So eine Art Workbench. Eine Workbench mit Fleisch. Genau. Eine Fleisches Workbench. Dann hat der L mit Regenbogen-Dinger seinen Namen hereingeschrieben und ich habe mit Smileys einen Honigblock gebaut. Es ist toll. Hurra! Es ist so toll. Genau. Hier nebenbei haben wir gerade eben noch vor kurzem eine Mushroom-Farm angelegt, weil uns die Heiltränke langsam ausgehen. Deswegen haben wir gedacht, das wäre klug. Mal gucken, ob was wächst. Wir haben nämlich im Dschungel extrem viel diese Gänge graben müssen. Und da haben wir massiv viel Heiltränke verbraucht, weil es wirklich schwer ist mittlerweile. Und wir waren ja noch auf dem Pre-Hard-Mode Rüstung unterwegs. Und deswegen war es etwas schwer. Und da haben wir aber auch was anderes entdeckt im Dschungel. Nämlich die sogenannten Life-Fruits, die Lebensfrüchte. Das sind so Pflanzen, die wachsen dort. Und die geben einen, wenn man schon 400 Leben hat, immer 5 Leben noch dazu. Deswegen sind jetzt diese gelben Herzen hier oben rechts. Ja. Und ja, was haben wir noch gemacht, meine L? Hauptsächlich gefarmt eigentlich. Hauptsächlich gefarmt. Wir haben noch ein paar Sachen bekommen. Ja, das schon. Items. Was haben wir an Items bekommen? Ach ja, ich habe ein Beamsword gefunden. Das lag im Underground-Jungle herum in einer Lava-Becken. Das ist dort gedroppt gewesen von einem Mob. Macht das hier. Kann schießen, aber auch normal schlagen wie ein Schwert. Dann, was haben wir noch bekommen? Wir haben noch so magische Dolche bekommen. Die habe ich jetzt aber nicht ausgerüstet, weil ich die nicht so toll empfand. Die waren ein bisschen Kurzreichweite, die Dinger. Ich habe mir ein tolles neues Necklace gebastelt. Was konnte das? Das hier. Und wir haben den Fleischzerhacker. Oh, jetzt hat der Band eingesammelt. Ich glaube, das ist das genau, das Charm of Myths, ne? Genau, das hat Cooldown auf die Getränke. Da hast du nur noch 45 Sekunden statt eine Minute Wartezeit. Und du hast Low Life Regen drauf, also Lebensregeneration. Aber ja, es ist eine sehr langsame Lebensgeneration. Genau. Das hatte ich mir auch gebaut, weil da hatte ich auch noch die Teile dazu gefunden. Lieber Bernd, willst du es mir wiedergeben? Bitte. Außerdem hatte ich mir noch das hier gecraftet, Lucky Lightning Boots. Was willst du denn wieder haben? Dieses Necklace, geil, das rote. Nein! Die Boots, die machen, die musste man aus den ganzen Movement-Speed-Items craften und die's lässt mich jetzt sehr, sehr schnell rennen, sozusagen. Ultra-Speed. Ach ja, und ich habe von einem Mob, den habe ich nur einmal getroffen im Underground-Jungle, von einem Rune-Mage, der hat mir dieses tolle Rune-Robe und Rune-Head gedroppt. Und damit sehe ich jetzt so hier aus und habe auch so einen anderen Effekt unter meinen Füßen und leuchte so ein bisschen, also so schimmere so ein bisschen. Weil ich heiße ja Lichtschimmer. was haben wir noch gemacht? Wir haben vorhin war Blizzard in dem Eisbiom und wir haben hier die Skybridge gebaut. Hier oben seht ihr schon, es sind so lange Planken, die nach rechts und links gehen, damit wir schon schneller bewegen können. Da war ein Eisgolem mit 3000 Leben und der hat mir einmal eine Frost Breastplate und eine Frost Leggings gedroppt, die ziemlich schön viel Defense haben.
Ja, auf Leggings stehst du ja, ne? Ja. Ich habe 47 Defense, das finde ich super. Genau, der nächste Plan ist, wir hauen ein paar Altare kaputt. Richtig. Altäre. Komm, wir laufen schon mal los, Bernd. Altars. Nach rechts. Nein, wartet auf mich. Klar. Genau, wir hauen Altäre kaputt. Altäre, heißt das Altäre? Altäre, ja. Altase. Altasen. Altari. Atari? Naja, der fällt runter. So. Er hat ihn einfach von der... Ich habe ihn einfach runtergestoßen. Flanke geschnickt. Weil ich's kann. Weil er's kann. Oh, wie toll, man kann durch die Waffen scrollen, das ist ja toll. Ja. Ja. Dazu gesagt, Bernd ist relativ neu im Spiel, seit gestern. Und gleich in der Hartmut-Welt. Ja, super Einstieg. In Hartmut-Welt rein. Er hat's quasi richtig hart gelernt, das Spiel. Also super viel schneller als Bernd bin ich auch nicht mit den Dingern. Ein bisschen schneller. Das liegt an der schweren Rüstung bei mir. Ja, das könnte sein. Und an den Knochen. Du mit dem Magic Dagger. Hast du schon die Magic Dagger hergezeigt? Die haben wir auch im Dschungel gefunden. Ja, habe ich gesagt, aber die... Sind zwar nett, die haben ja aber eine ziemlich kleine... genau. Oh. Da hört es auf. Halt, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Also sind wir schon da. Ab nach unten. Juhu. Wir haben eine ziemlich kleine Trefferbereich. Das heißt, man muss wirklich exakt die... Fliegen okay, hier sind wir schon mal falsch. Vielleicht sollten wir in den Gang gehen, den wir gegraben haben. Na, das ist jetzt Quatsch. Aber der geht nicht runter zum nein, der geht nicht runter zu Corruption. Hast recht. Hier gibt es nur Gegner und viel Schaden. Ja, also, wir machen jetzt alle Altäre kaputt. Gleich noch was Neues, weil du deinen Grappling Hook ja so ungern hernimmst. Ohne den kommst du hier nicht mehr raus. Schön. Spring mal hier also rauf und huck dich mal zu mir. Tschüssi. Ist schon mal neulich. Genau, huck dich mal her. Ja, genau. Und jetzt musst du immer hochspringen und hucken. Hochspringen und hucken. Oder so. Oder so kommt man auch wieder zurück. Ich hoffe, du hast den Spawnmog jetzt im Haus gesetzt, nicht mehr im Dschungel. Ja, hat er vorhin. Bounce. Den Bounce. So, wo geht's denn jetzt hier rein? So, das war der gefühlte 697. Tod oder so. Und aufpassen, wenn wir die Altäre jetzt kaputt machen, kommen diese Rays, diese leuchtenden, schwebenden, schwarzen Geister hier. Und die machen Schaden, wenn davon viele kommen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh. Irgendwie sollen diese Decke auch zurückkommen, steht doch in der Beschreibung, oder? Naja, das Mana kommt zurück. Zurück kommt da nichts. Also. Aua. Und, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Nicht fluchen. Ja, das Alter lässt grüßen. Ja, das Alter. Sag mal. So, der Bernd möchte uns heute wieder verlassen. Muss ins Bett. Ja, du weißt schon. Wir als Jungspunde und der... Ich warte mal kurz auf Bernd, bis der hier den Höhleneingang findet. Aber ich sehe doch schon einen Altar. Es dauert nur noch 1200 Fuß. Ja genau, und für all die es nicht wissen, je mehr Altäre wir kaputt machen, desto mehr neues Hardmode-Ohr, also Hardmode-Erz, strömt in diese Welt hinein. Und deswegen müssen wir alle kaputt machen, die wir finden. Da werden 3 Hardmode-Erze gespawnt, Kobalt, Adamantit und irgendwas. Erze. Noch irgendwas. Erz. Ein Erz. Ja. Es gibt außerdem noch andere Hardmode-Erze mit Update 1.2, zum Beispiel Chlorophyt im Dschungel. Das haben wir auch schon gesehen, das können wir auch noch nicht abbauen. Da brauchen wir noch die... von den neuen Hardmode-Ärzten das Zeug, die Drills, da werden wir mal so Drills craften. Das heißt tatsächlich Altäre. Hast du mir nicht geglaubt, sag mal. Hast du das gegoogelt, du Arsch? Hat sich so komisch angehört. So, halt, hier ist ja schon einer. Wo ist der Pawnhammer? Da ist er. Mach den kaputt. Hau mal drauf, Bernd. Immer feste. Moment, die 3 war es. Halt, ach ja, halt. Und du kriegst Schaden, wenn du mit einem falschen draufhaust. Du musst mit dem Pwnhammer draufhauen. Ja, okay. the world ist immer noch da. Blessed with Kobold. Der ist aber immer noch da bei mir. Hä? Nö, bei mir ist er weg. Moment. Oh nein, ja, das Deck ist auch noch bei dir. So, wo habe ich denn jetzt Quick Use hingelegt? Ah, Orichalcum heißt sie. Ah, oh Gott, die Welt war gerade bei mir mal kurz schwarz. Das Das muss so sein in Update 1.2. Das muss so sein, ja. Ich bin total langsam gerade. Wow, Vorsicht, Geister. Die wollen mich töten. Nein, die wollen spielen wollen. Übrigens, diese Soul of Nights, die wir hier bekommen, ja, in der Hallowed, die Gegner da drin und in der Eiswüste, da droppen die Typen Soul of Light. Das sollten wir uns merken, glaube ich. Hier ist noch ein Altar.
Das ist gut. Hier ist kein Altar. Hier waren mal Scherben. Das hat man schon gesehen. Diese gefräßigen Muster. Ich geh mal nach links. Ja, mach. Beschleunigen wir das Ganze mal ein wenig. Oh, ah, oh. Da ist nix. Wieso bin ich denn so langsam? Das ist ja, kapier ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ist auch nichts mehr. Speed auf irgendwo. Oh, sitz an. Ich hab auch hier keine Fackeln hingesetzt irgendwo. Oh, oh. Vor allem, wo sind die ganzen Altäre hin? Keine Ahnung. Bernd, kommst du? Ach so, ich dachte, hallo, wir müssen hier irgendwas tun. Wieder nach oben. Oh, da ist noch Altar. Hier links sind Altäre, guck mal. Ja. Ich baue mein Loch. Ich habe gesagt links, nicht rechts. Achso, hier sind auch welche. Oh Gott, sie wollen mich töten. Kann ich denn mit der anderen Pickaxe den Spaß hier abbauen? Oh, kann ich, sehr gut. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Mit dem Hook. Hook, ja, und, Hook. Und mit deinem. Oder so geht's auch. Ich rieche einen Running Gag. Wie komme ich denn diese wieder raus? So geht's. Flatsch. So, 2 zu 0. Für wen? Für Terraria. Ach so. Für mich. Ja, auf den Drill freue ich mich schon. Der wird echt oh, richtig. Oh ja. Die Spitzhacken sind echt sehr, sehr veraltert hier. Ja. Altertümliche Technologie. So, Pohnhammer. Ja, ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie viel in der Welt davon spawnt. Ob das wirklich. Ja. Ich auch. Viel ist oder ob man da ewig rumirren muss. Ah, hier drüben geht's noch rein. So. Oh, das stimmt. Da drüben ist ja. Ich komm zu dir. Hehe. Okay. Hui. Ah ja, und für alle, die es nicht gemerkt haben. Ich habe das Spiel auf Englisch eingestellt, weil es doch in der deutschen Version immer noch Bugs geben soll, dass da Items verschwinden und so weiter und so fort. Deswegen, ja. Hier der englische Version. Sehr richtig. Wir wissen ja eh alle, was das Zeug heißt. Ja, das meiste ist sehr offensichtlich vom Namen her, ja, und alles. Das stimmt. Oh. Geht's noch weiter? Nö. Man weiß. Interessant ist auch, dass die Dämonaltäre nicht unbedingt auf dem roten Zeug spawnen, sondern auch in der Nähe von diesem, in der Nähe von diesem, von der Corruption quasi. Oder von dem Crimson. Okay. Ja, gucken wir mal. Ach, die Feuerwehrköpfe kommen wieder. Die Feuerwehrköpfe. Einfach durchlaufen. Gott, was ist das für einer? Was ist denn hier unten, ne, sag mal. Ein Gesichtsmonster. Ein Gesichtsmonster. Das die sogenannte Gesichtsbaracke. Genau. Die Dörte. Alter, machen die Schaden. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Ihr seid jetzt zum Loch, oder? Genau, wir sind oben. Wir sind schon quasi am Ende der Corruption jetzt in eins reingelaufen, in ein Loch. Am rechten Ende. Da, wo sich rot und grün trifft, ach, da, musst du nach unten. Da irgendwo seid ihr drin. Und genau, jetzt hier habe ich Altera. Nee, weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Der ist kaputt. Ja, ich werde hier verfolgt. Der genau. Auch. Das nächste Loch, das du siehst, lässt du dich fallen. Ich glaube, ich habe gleich ausgefallen. Oh, wow. Da ist schon Erz. Ich baue es gleich ab. Oh, ich kann es nicht abbauen. Haut alle ab. Achso, da brauche ich den ersten Drill ja dafür, ne? Wie sieht denn das erste Erz aus, das wir abbauen? Blau. Blau sieht es, glaube ich, aus. Mist. Oder? Grün. Ne, blau. Blau. Ich glaube, blau. Okay. Ja, das hier ist pink-lila. Ja, genau. Was. Jetzt kommen sie wieder zu mir. Wir haben dich lieb. Werden da andere Erze ersetzt eigentlich? Nein, oder kommt, nein, kommt neu. Ah, kommt neu. That is awesome. Oh, eine Dark Mummy, cool. Die lässt das Leid in Dark Shard eventuell fallen. Mummy. Hm. Ich finde keinen Altar mehr, der da oben ist mir zu weit weg. Da ist auch keiner. Aber hier ist eine Fackel da oben neben dem Altar, da müssen wir doch eigentlich hinkommen. Ah, da kommt man hin. Da kommt man hin. Hier unten ist keins mehr, sagst du? Also da, wo ich in dem Loch war, war keins mehr, aber hier habe ich noch. Ja, hier einen. Ist da noch. Erspäht. Oh, hier unten ist lila. Lila ist Erz, what the fuck. Ja, sage ich ja, das kann ich hier bauen. Zwei Truhen.
Ja, die haben wir beide schon, glaube ich. 55 Ropes, soll ich die mitnehmen? Nein. Nein. Okay, ich lasse sie da drin. Totally useless. Also die Ropes sind auch irgendwie eine sehr, sehr nette Idee, aber wirklich nur fürs Early Game. Ja, wirklich. Also sobald man anfängt mit dem, selbst, ich denke mal selbst mit den Hooks, ja. Also wenn du die Hooks hast, das ist überflüssig danach. Richtig, danach ist echt Quatsch. Meinem Helivator ist auch eine nette Sache, sag ich mal. Also das ist auch, da, im Helivator können wir noch sagen, okay, das richtig, passt. Aber auch nur bis du den Magic Mirror findest. Genau. Das stimmt. Hier unten warst du, ne? Im, ganz unten. Ja, wo seid ihr jetzt? Da bei diesen zwei Truhen, da wart ihr auch schon. Bei der einen Truhe und dem Holz. Ich gehe gerade mal das Loch runter, was wir hier gegraben haben, zum Eindämmen der Corruption. Aber hier ist auch nichts. Ich schon unten gerade. Ach, cool, okay. Oh Gott, ich werde sterben. Warum? Hier ist eine Truhe, die ist unbesiegbar. Ah, eine Mimik-Truhe. Töte sie! Ja, wie denn? Egal! Die kriegt relativ mit Fangerwaffe am besten. Mein Bestes. Moment, ich schieße mit dem Feuerpfeil ins Wasser rein. Wo bist du überhaupt? Da! Ich komme! Das die ist nämlich cool. Zisch! Zisch! Oh, ein Dual-Hook habe ich bekommen. Ein was? Ein Dual-Hook. Warte, das ist das hier. Ah, naja. Der geht, glaube ich, weiter als der normale Hook. Warte mal, ich probiere mal kurz was. Oh, nee, das wollte ich nicht. Wir können sie aufeinander stellen und hooken. So, guck mal, wie weit das ist. Boah. Wenn ich den anderen nehme, meinen alten. Nee, halt, das wollte ich nicht. Ja, guck, ich stehe ja neben dir hier mit dem alten. Nee, das kommt ja nicht hin. Alter, wo ist denn mein alter? Hier, ach, hier ist der. Der Webslinger. Da. Junge! Viel kürzer. Ja, genau. Cool. Dann crazy shit. Leider den Dual-Hook jetzt hier nehmen. Mhm. Ah, die Truhen, die sind echt cool. Damit haben wir schon einige. Oh, Alter, Schwede. Die geht ja übel weit. Wo wie weit der geht. Ja, ja, ist krass. Das kannst du überall hooken. Wo haben wir denn noch? Also rechts ist keine Corruption mehr. Haben wir links noch Corruption? Links hätten wir noch Corruption. Ja, also zurückporten mit der mit dem Magic Mirror und dann geht's nach links. Achso, eine Leitaura habe ich. Oh Gott, ich bin überfordert. Kommen Sie zurück. Kommen Sie aufs Dach. Oh, Blasen. Blub, blub, blub. 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 Die sind so schön. Beste Item in Game, absolut. Das ist echt geil, das Ding. Sie hätten alle als andere weglassen können, nur dieses Ding. Und ja, die Welt ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh nein, ich habe die und die Einhörner verloren. Natürlich, die Einhörner. Was hast du verloren? Verbindung. Nein! Wieso tust du sowas? Jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus. Gruß an Conan. Ja, Aria, wenn du wieder deine Farm verkaufst, dann sagst du Bescheid. Ja, dann. Was tust du? Ich habe das Spiel getötet. Nein. Aber warum? Na, wir können hier schon mal vorlaufen, bisschen. Vielleicht. Ja, ich tue nochmal kurz die verbliebenen Heiltränke in die. Glückwunsch. Sollte nicht den Magic Mirror in der Hand haben. Das, war das nicht schon auch schon so vor 2 Jahren? Ja, das war auch schon vor 2 Jahren so. Herrlich. Ah, jetzt darf ich wieder.